Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Windows. Wir haben das letzte Mal gehört, was OneDrive ist. Ja, heute wollen wir uns das ein bisschen anschauen am Computer, wie denn das aussieht, dieses OneDrive. Normalerweise sieht man es hier rechts unten in der Statusleiste. Das ist bei Windows 10 so, das ist bei Windows 11 so. Hier unten, das ist zum Beispiel das OneDrive-Symbol. Ja, mein persönlich, ich habe zwei OneDrives, weil mit einem bin ich nicht ausgelastet. Ich habe ein persönliches OneDrive, was ich mir mit meinem Microsoft-Account, mit einem privaten Microsoft-Account praktisch, mit dem betreibe ich diesen Computer hier. Und ich habe einen Microsoft-Account in der Schule, ja, so wie jeder Lehrer, jeder Schüler. Und das ist das blaue Wickel. Also das sind meine zwei Minecraft-Accounts. Und da sehen wir schon, aha, OneDrive hat die BLU für St. Pölten, Schule, OneDrive persönlich. Wo sind die Sachen jetzt? Ja? Im Explorer finden wir da eben so ein OneDrive persönlich, da kann ich reinklicken und da sehe ich, was alles drunter ist. Ja? Also diese Sachen sind in meinem OneDrive. Jetzt schwebt es da irgendwo, das ist offensichtlich ein Link. Ja? Ist offensichtlich ein Link. Wo finde ich den auf der Festplatte? Also wenn ich wieder auf C gehe, ja, dieser PC, dann hinein in C, dann unter Benutzer, mein Benutzername, und da gibt's OneDrive. Das ist der Ordner, der normalerweise von OneDrive verwendet wird. Wenn man da unten mit der rechten Maustaste auf das OneDrive persönlich draufklickt, ja, rechte Maustaste drauf, kann man auf Einstellungen gehen, ja, Einstellungen, und da wichtige PC-Ordner auf OneDrive speichern. Sichern Sie den Ordner Desktop, Dokumente, bla 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 bla. Ja. Weitere Sicherung verwalten kann man da draufdrucken. Und da sehen wir nachher, okay, da sind halt ein paar Sachen. Ja. Das ist also der Ordner, den OneDrive von sich aus da synchronisiert. Bei neuen Windows-Installationen ist der Desktop da drinnen. Ja, das ist unsere Bedienoberfläche. Ja, sind die eigenen Dateien, Dokumente da drinnen. Ja, ist das Musik da drinnen. Das ist die eigene Musiksammlung. Ich habe dann Projekte und Schule noch angelegt hier. Und die Bilder sind auch normalerweise da drinnen. Ja. Und wenn man das am Handy auch hat, kommen die Bilder automatisch hier rein in die Bilder. Gut, also das ist der Ordner, wo finde ich den, der mit OneDrive synchronisiert wird. Das heißt, wenn ich hier in diesem Ordner etwas ändere, ja, gehen wir rein in die Schule, ja, da sehen wir Schule, okay, da sehen wir auch verschiedene Symbole, da gibt es so Wolkel-Symbole, und da unten gibt es eins, das ist auch ankagelt. Ja, was heißt denn das? Das heißt folgendes, die Wolkel-Symbole, die sind verfügbar in der Cloud. Das heißt, die habe ich nicht lokal hier auf meinem Computer, sondern die werden zwar hier angezeigt, wie wenn sie hier drinnen wären, sind aber gar nicht drin. Die sind nämlich nur auf meinem OneDrive-Speicher in der Cloud. Und wenn ich zum Beispiel jetzt das Dokumentation, was hier das Wölkchen hat, öffne, ja, mit einem Doppelklick, dann wird das zuerst von OneDrive geholt, ist schon fertig, weil jetzt ist das da. Jetzt ist das da drüben aufgegangen, jetzt wird es von OneDrive geholt, gespeichert auf der lokalen Festplatte und wird hier geöffnet. Okay? Machen wir wieder zu. Jetzt sehen wir, hat das auch Hackerl gekriegt. Warum? Weil es jetzt herunten liegt bei mir. Ja? Auch herunten liegt bei mir. Was ist, wenn ich hier zum Beispiel jetzt eine neue Datei anlege? Ja? Weiß nicht, nehmen wir, so, ich gebe mir eine Elektrotechnik rein, ja, gehen wir in Unterlagen und da sage ich rechte Maustaste, neu Textdokument. Ja? Neues Textdokument, Test, Enter. Jetzt ist da und jetzt sehen wir da rechts unten, ist so ein Symbol bei OneDrive. Das sind so Pfeilchen-Symbol, so ein Pfeil. Jetzt synchronisiert, jetzt hat er das mitgekriegt, oh, da ist eine neue Datei, die lade ich gleich auf, die lade ich gleich auf. Und wenn wir jetzt mit der linken Maustaste sehen wir, aha, schau, text.txt, umbenannt in Unterlagen vor einer Sekunde und jetzt ist das Symbol wieder weg. Jetzt ist synchron. Ja? Wenn ich das jetzt öffne und schreibe da irgendwas eine,
Halli, hallo, wie geht es mir? Datei, speichern. Und sobald ich speichern drücke, schau, synchronisiert schon wieder, sehen wir schon. Hochladen wird vorbereitet, passiert irgendwas, ja? Und so passiert das eben, dass die Dateien, die irgendwo oben sind, ja? Schau, das hat auch hier ein neues Symbol, dieses Pfeilchensymbol. Das heißt, es wird gerade synchronisiert. Es ist noch nicht oben, ist es noch nicht aktuell auf OneDrive. Es ist nur bei mir unten aktuell. Ja? Und jetzt ist fertig, jetzt ist angehangelt. Passt. Abgehakt, alles synchronisiert. Dankeschön. Und da ist nämlich, wo oft der Fehler passiert. Gell? Ändert irgendwas, schön gespeichert, pfft, runtergefahren. Ja, und das ist noch gar nicht synchronisiert. Jetzt haben wir gesehen, das ist wirklich nicht groß. Es dauert halt hin und wieder ein bisschen, weil das wirkt im Hintergrund. Ja? Wenn man wirklich sicher gehen will, dass OneDrive alles schon gespeichert hat und so weiter, dass alles synchron ist, ja, schaut man da rechts unten hin. Erst wenn da steht aktuell, ja, dann fahren wir runter. Manchmal dauert das ein bisschen. Wenn ich nämlich zum Beispiel, wie ich meine Fotos angelegt habe, ja, die waren ja nicht vorher, hat es auf OneDrive nicht gegeben, ja, das ist ja dann irgendwann dazugekommen. Und ich habe natürlich Fotos auch von früher. Ja, und die waren hier gesichert, die waren auf einem Network Attached Storage gesichert, eben, und auf externe Festplatten. Da habe ich einen Zinnober aufgeführt, dass das ja sicher ist, weil das seine persönliche Erinnerungen und die möchte man nicht missen. Ja. So, jetzt da habe ich die da eine kopiert, waren, weiß nicht, 250 GB. Na, das dauert schon eine Zeit lang. Ist das synchronisiert, dann muss halt der Computer eine Zeit lang werken, aber dann funktioniert es. Hm? Also, ich persönlich kann einen Cloud-Dienst wie OneDrive, und wir sehen, OneDrive ist super integriert da in Windows an und für sich, ja, also da braucht man überhaupt nichts installieren, weil es eben schon mitkommt, ja, nur empfehlen. Ja, weil, wenn der Computer eingeht, ist die Testdatei immer da, und ich meine, das ist jetzt meine Lieblingsdatei, ist ja logisch, ne? Eine Datei, die wo drinnen steht, wie es mir geht. Oder wo die Frage zumindest aufgeworfen wird. Kann man ja nur lieb haben. Ja. Das ist also OneDrive. Ja. Das nächste Mal schauen wir uns nur sogenannte Dateiattribute ein bisschen an. Ja. Wir sehen nämlich hier nicht alle Dateien. Wir dürfen nicht alle Dateien angreifen und so weiter. Gibt es Dateiattribute, also nicht nur den Namen und die Erweiterung, sondern Dateiattribute. Was sich dahinter verbirgt, ist nächstes Video. Ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.